Und das ist meine Ausbeute. Ganz viele von diesen Fächermuscheln. Wie beim echten Kernleitner. Ordentlich, bitte. Wir haben wieder ein neues Plätzchen angefahren und stehen jetzt beim, wie heißt das, Puerto Santa Maria. Puerto Santa Maria. Es ist Sonntag, es ist viel los. Es ist viel los, ja. Da an der, am Hafen, wo wir entlang gefahren sind, da war ein Markt. Oder wie Flohmarkt schaut es. Aber das war auch in Rota, wo wir waren vorhin. Also das kann sein, wie viel ist es? 22. 22. glaube ich. 23. Dass das irgendwie so Tag der Flohmarkt in Spanien ist. Nee, ich glaube eher, also, das ist Sonntag. Wisst ihr das? Das Sonntag, Sonntags, einfach Sonntags, das ist normales in Spanien. Auf jeden Fall echt einiges am Leben da. Ja, das stimmt. Aber wir stehen jetzt richtig schön und ruhig. Wir stehen erste Reihe. Da seht ihr das Wasser. Es ist Wind, da sind auch welche am Windsurfen. Da geselle ich mich später auch dazu. Und Kai richtet gerade erstmal Lunch, Stärkung. Oh, was hast du da? Eine Tofu mit Algen und so. Also riesig, die gibt es hier beim Lidl. Ach, Riesentofu mit Algen, das ist echt gar nicht schlecht, die hatten wir schon mal. Sollen wir von dem beide was offen machen? Ja, der mit Mais, der mit Mais, den kennen wir noch nicht. Mais, den. Mais, Apfel, Curry. Gurke, richtig gute regionale Gurke. Ja, auch lecker, die mit den Noppen außen. Okay, dann lass ich dich mal weiter richten. Ich habe Hunger. Waren wir dann noch auf dem Wasser mit Wing und Windsurf. Ich war erst Wingen und dann ist keiner Wing gegangen und ich war dann Windsurf. War richtig, richtig schön. Wir haben jetzt noch umgeparkt, weil da vorne, wo wir standen, ist der Sand so rumgeflogen und hier ist es jetzt besser. Wir stehen trotzdem immer noch direkt im Wasser und jetzt ist so eine schöne Abendstimmung. Jetzt schaue ich mal nach vorne. Ich glaube, auch vorne im Wasser. Genießen wir mal noch ein bisschen die Abendsonne. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Hey, genießt du die Abendsonne? Abendstimmung, die Sonne ist. Ja, Sonne. Nicht mehr so viel da. Ja, die ist eher so hinter, also diesig ist es. Ja, so diesig. Wie wenn da so Sand in der Luft wäre, ne? Da gehen noch ein paar Winger hin und her. Ja, Windsurfer. Surfer. Die Bötchen liegen da. Wir schauen auf der Bucht von Cadiz, ne? Ja, das stimmt. Als wir hier auf dem Platz gewandt sind, haben wir gar nicht gedacht, dass man eigentlich so schön stehen kann. Wir sind irgendwie mitten durch eine Stadt gefahren, war richtig viel Verkehr und war irgendwie nur noch eine Minute dahin und dann war es immer noch voll viel los. Da war auch im Markt und so dann da vorne. Dachten wir schon so, ah nee, ist irgendwie so voll unentspannt voll? Der Platz und voll und so. Aber hier vorne ist echt, ja, wir sitzen am Strand und da steht Strand dann und diesen Strand. Hier auch, ist eigentlich echt ganz nett. Also echt ganz nett. Aufbauen. Nur mit Wind fliegt halt ein bisschen Staub, aber es geht noch auf dem Platz. Es geht, aber es ist schon eher staubig, würde ich mal sagen. Da, wo wir jetzt stehen, ist es besser, ist nicht so staubig. Die Plane sieht trotzdem aus, dass wir den kommenden Tagen wieder einfach rumfahren und noch andere Plätze anschauen. Ja, auch wegen dem Wind. Wind. Ja. Keine Welle, sonst wären wir da im Wind weggefahren und wären in Wellen reingegangen, aber die keine gibt's auch Welle. Nicht. Nee, genau, deshalb doch Wind, Windsport. Und dann fahren wir ein bisschen. Wo es am besten ist. Hier war es zwar schön, aber richtig durch. Richtig. Also er kam von allen Richtungen gefühlt der Wind und die Böen waren manchmal eine Sekunde lang, so dass man den Wind nicht einfangen konnte. Man hat schon gesehen, oh, da kommt eine Böe und dann war sie da und ja, ich habe sie dann kaum eingefangen bekommen, manchmal war sie schon wieder vorbei. Also mit dem Windsurfer vor allem war das extrem. Das soll auch irgendwie typisch Levante sein und auch die letzten Tage, wo wir Wind hatten, war es einfach so. Ja. Aber trotzdem schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Platz finden, wo es das ein bisschen weniger ist. Genau, das ist immer schön, neue Plätze entdecken. Ja.
herrlich. Die Sonne wird immer runder. Richtig wunderbar ist es jetzt. Mega. Und der Mole streckt sich einfach ewig aus, ne? Also die geht fast bis Mitte in der Bucht. Wo sollen wir dann auch mal kochen und so? Ich habe Hunger. Ich kann echt Hunger. Auch echt was zu tragen. Und es wird auch langsam frisch. Sahnesauce? Sahnesauce. Ja, hier am Strand. Richtig ordentliche Mülltrennung. Sieht man nicht so oft in Spanien. Vielleicht hat sich da. Ja, es gibt überall Mülltrennung in Spanien. Ja, aber ich finde, das hat sich die letzten Jahre voll verändert. Ach so, ich würde gerade sagen, überall, wo wir hier gefahren sind, finde ich super gute Mülltrennung. Ja, das stimmt, aber hier ist jetzt so richtig ordentlich. So richtig hier mit Bildern. Ja. Hier, was da rein darf für die, die kein Spanisch können und so. Richtig gut, gefällt mir. Und da steht so ein LKW, das ist verrückt. Den kann man hier, sieht man vielleicht, nach oben ausschieben. Mich würde echt interessieren, wie es da drin aussieht, aber das ist ein echt verrücktes Gefährt. Essen ist fertig. Mittlerweile ist es auch dunkel. Du hast ein bisschen was, nee, doch nicht gearbeitet, ne? Nee. Du wolltest arbeiten. Ich wollte arbeiten, ich habe nach Surfmaterial geguckt. Läuft gut, naja. Essen ist fertig, jetzt ist es Nudeln mit Sahnesoße, mit Brokkoli und wir hatten noch übrig von so Stampf gestern, Karotten, Süßkartoffelstampf, den auch noch damit drunter, deshalb ist es so orangelig, mit einem Salätchen dazu. Das geht gut runter bei mir jetzt, muss ich sagen, ich habe echt Hunger. Ja. Wie beim echten Candlelight Dinner kommt der Candle auf den Tisch. Und es gibt Wärme ab. So genau. Als indirekte oder indirekt einfach als Heizung noch ein bisschen dazu. Ist es so kalt im Bus? Nee, aber es ist eine gemütliche Stimmung mit Kerze. Stimmt. So. Danke, Schatz. Gerne. Lass es dir schmecken. Würde ich machen. Unseren Platz gewechselt heute Morgen und sind jetzt wieder in der Nähe von Santi Petri, nur auf der anderen Seite von dieser Flussmündung. San Fernando heißt es? Ja. San Fernando, genau. Kai hat schon fleißig gearbeitet und ich habe einen schönen Strandspaziergang gemacht und Muscheln gesammelt. Was richtig erfolgreich. Und das ist meine Ausbeute. Ganz viele von diesen Fächermuscheln, also sowieso ganz viele von denen, aber da habe ich jetzt nicht so viele mit, aber ganz viele Fächermuscheln und diese hier. Sowas finde ich auch mal schön. Der gefällt mir richtig gut. Den hier. Der, schau, wie hübsch ja, der ist. Ja, der ist echt schön. Aber der ist auch schön, der ist so rosalig. Mhm. Und der ist leider ein bisschen kaputt. Da gab es von den flacheren, gab es so riesen Stücke davon. Die waren leider kaputt, aber wenn die ganz sind, oh, ich habe gehofft, dass ich so eine finde, aber leider nicht. Vielleicht hast du nachher ja noch Glück, dass du was findest. Ja, vielleicht. Gehen wir nochmal. Es windet, vielleicht hört ihr es. Ich bin richtig stark. Mal gucken, was wir machen gehen nachher. Mit was wir aufs Wasser gehen. Ja. Was denkst du? Was hast du Lust? Spannend. Ich glaube, du kannst echt windsurfen. Ja, was du Lust hast, meine ich. Achso, wingen wahrscheinlich. Wingen? Ja. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ich diese ganzen Muscheln aufbewahre. Ich dachte schon, vielleicht hier unser Gewürzschrank. Ist ein bisschen chaosmäßig, das steht so in so Körbchen drin. Ob ich nicht das Körbchen einfach rausmache und die Gewürze so reinstelle und die Muscheln in so ein Körbchen mache. Was denkst du davon? Ja, warum nicht? Ja. Probier das mal. Aber das Körbchen hat mich ein bisschen genervt. Ja, das hat dich gestern voll genervt, ne? Aber es ist schwierig, da die Gewürze reinzukriegen und das machen wir tagtäglich. Deswegen muss das geändert werden. Also das kannst du gerne probieren. Vielleicht sowieso ganz gut, dass ich das mal mache, weil hier ist irgendwie auch Paprikapulver in dem Körbchen und hier liegt überall irgendwie so Knoblauchfetzen rum. Das kann man mal so ein bisschen putzen in dem Zusammenhang. Und ich bin erstaunt, muss sagen, wie viel unser Gewürzschrank in unserem Bus eigentlich hergibt. Gar nicht so wenig. Ziemlich vielfältig. Ich muss sagen, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und das Gute ist, ich habe noch Platz, ich darf noch mehr Muscheln sammeln gehen. Oder? Ja. Das darf ruhig sein. Solange es nicht voll ist.
alles wieder eingeräumt. Ich muss sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Man hat schon bessere Übersicht. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass das bei der Fahrt da so stehen bleibt und nicht rausfliegt. Aber da die Teepackung hält das, glaube ich, entgegen. Ja, und jetzt brauche ich noch ein Plätzchen für die Muscheln. Und die Muscheln haben auch ein neues Plätzchen bekommen. Hier hinten über unserem Bett ist unser Regal für Bücher. Hier habe ich die Kiste mit den Muscheln hin. Und da ist mein Strickzeug drin, Wolle und Nadeln und so. Und ja, da liegen die Bücher. Dadurch, dass wir beide so einen E-Reader haben, brauchen wir ja nicht viel Platz für Bücher. Genau. Ich finde, perfekt. Gut verstaut. Kate ist gerade auf dem Wasser und ich schaue mal vor mit der Kamera und filme ihr mal ein bisschen. Sie übt, wie ihr wisst, noch fleißig den Halse. Und schauen wir mal, ob das weiterhin klappt. So sieht es hier aus mit Blick da hinten auf Sancti Piliti, wo wir vorhin mal waren. Und da ist dann der Strand. Da fährt Kate. Man sieht es ganz allein auf dem Wasser. Also ich halte auch gut ein Auge auf sie, falls was passiert. Was wir nicht hoffen, dass was passiert, aber es ist ablandiger Wind. Dass sie auf jeden Fall weiß, wo sie ist. Ganz wichtig. Und wenn man in die andere Richtung schaut, ewig lange Straße, irgendwie 2 Kilometer lang Flachland, schau auch da, alles echt flach, also da kommt der Wind gut durch. Aber da schauen wir dann auf Kadisch. Also wir sind zwischen Kadisch und St. Petri auf dieser Landzunge. Richtig schön, hier geht es, glaube ich, auch in Wanderroute los von hier. Aber im Moment mit dem Wind wird wenig gewandert, da ist es auch echt ruhig. Wir stehen einfach schön ganz alleine. Wie herrlich. Nur, dass der Bus ein bisschen schaukelt von der Wind. Aber ja. Das ist der Auffahrt. Dahinter sieht man uns auch stehen. Und ich glaube, in Summe ist hier echt mehr los. Da ist auch eine Surfschule und so irgendwie so ein Toilettengebäude. Und eine Dusche. Funktioniert alles so leider nicht. Aber es deutet schon drauf auf die großen Parkplätze, dass hier schon einiges abgeht im Sommer. Und jetzt ist es aber echt leer und ich schau mal, wie es auf dem Strand aussieht. Und bei Kate natürlich. Hier geht dann die Wanderroute los. Da laufe ich erstmal über den Steg in den Dünen, suche mir ein schönes Plätzchen auch aus. Richtig schön angelegt hier diesen Holzweg durch die Düne. Schau das an. Komplett durch die Düne. Echt schön. Und da muss Kate irgendwo sein. Ja, da fährt sie. Und? Oh, heftig. Ordentlich die Winde. Ich bin gut überpowered. Aber es sieht gut aus, wie du da übers Wasser flitzt. Ordentlich, aber die Halter sind eine Katastrophe heute. Ja, zu viel Wind. Ich habe 2 gestanden, aber ich krieg's nicht kontrolliert bei dem vielen Wind. Okay, probier mal deinen Hinterrand zu kontrollieren und deinen Vorderarm langsagen. Ja, machen. Das kriege ich hin, ich weiß nicht. Einfach üben. Machen, machen, machen. Ich habe mich auch manchmal nicht getraut, euch Segel fallen lassen, weil es so viel Wind war. We'll be right back.
Power, ja, ich habe sie richtig heizen sehen. Voll Power. Ja. Ich schlafe wieder gut heute gleich. Das glaube ich auch, ja. Herrlich, oder? Ja. Gut durchgeweht bist du. Richtig durchgeboostet, ey. Und du hast ein paar Hälse gestanden, habe ich gesehen. Ja, also. Aber draußen war nichts. Die schlechte Seite hat geklappt. Ja. Nicht schlecht. Gut. Ja. Und hat ein bisschen Spaß gemacht auch? Ja, immer. Ja. War schön. Kate ist nicht die Einzige, die Sport macht. Hier wird noch voll der Boxtraining. Ich bin wieder zurück. Kai hat mich jetzt abgelöst. Er ist jetzt auch noch aufs Wasser. Und ich habe gesagt, komm, geh doch auch noch. Dann bist du auch wieder frisch danach und macht ja auch Spaß. Genau, Haare sind noch nass. Aber jetzt schaue ich mal nach vorne. Und pass auch mal ein bisschen auf Kai auf. Guck, was er so treibt. Ja, zieh mir noch eine Jacke drüber, weil der Wind ist frisch. Was bei dem Wind natürlich gut ist, die Haare trocknen richtig schnell. Das ist der schnellste Föhn. Jetzt gibt Sonne, richtig starker Wind, trocken. Aber man sieht natürlich danach auch aus, als hätte man irgendwie in die Steckdose gefasst. Jetzt bin ich hier oben, gut hier oben, am Strand und schaue Kai noch ein bisschen zu. Der fährt ganz, ganz da hinten. Der wollte hochfahren, also hochkreuzen mit dem Wind. Oder mit dem Wind gegen den Wind meine ich, hochkreuzen. Und mal gucken, wie es da oben ist. Und dann Daumen runter schießen nachher. Das schaue ich mal, beobachte ihn ein bisschen. Eine ziemlich kurze Windsurf-Session, muss ich sagen. Kaum war er drauf, hat der Wind auch nachgelassen und für ihn war es dann zu wenig. Er wiegt natürlich auch was mehr wie ich. Ja, aber jetzt ist dann auch, dadurch, dass es auch weniger geworden ist, ist es jetzt auch gut für ihn zu wingen und er hat noch schnell Wing und Foil aufgebaut und ist jetzt noch auf dem Wasser zum Foilen. Mit schöner Abendstimmung. Ich glaube, in einer halben Stunde ist es dunkel oder wird es dunkel oder dreiviertel Stunde. Ja, und jetzt schaue ich mal nochmal vor. Mal gucken, vielleicht kann ich noch ein paar schöne Aufnahmen machen, wenn er nicht zu weit weg ist. Mal gucken, ich sehe ihn noch nicht. Also man sieht ihn kaum, ich musste gerade ewig suchen. Er ist mit einem Freund draußen. Die sind ganz da oben. So ein kleiner oranger Punkt und ein grüner Punkt. Sieht man sie? Da. Ja, also bis da hoch laufe ich jetzt natürlich nicht. Da bin ich eine Weile unterwegs. Und er ist auch wieder viel schneller wieder runtergefahren. Naja, kann ich halt keine Aufnahmen machen. Aber ja, setze mich trotzdem ein bisschen hin und genieße die schöne Abendsonne. Wird richtig schöne Stimmung hier. Und da bin ich außen rum gefahren und dann in St. Petri noch gesurft und dann richtig schöne Session. Und jetzt haben wir gesehen, dass in dieser Lagune, nicht gestern hier draußen am Meer fahren, aber auf der anderen Seite ist so eine Lagune und da sind auch welche am Kiten. Wollten wir jetzt mal angucken, wie das aussieht, dann kann ich da vielleicht
scheitern. Die machen gerade alle Pause oder bauen um, weil richtig viel Wind gekommen ist. Aber man kann schön hinter der Streckdamm oder hier im Ding fahren. Und da schaue ich nicht von Lowy zu. Lowy steht da. Hier ist blöd, da gucken ständig so Steine raus und Zeug, wo ich dagegen fahren kann. Stein? Ja, in der Mitte. Und hier strömt richtig das Wasser rein. Wenn es gerade noch mehr Blut wird, dann drückt hier überall in diese Becken das Wasser rein. Ich weiß nicht, was sie da machen, ob sie da irgendwas züchten. Naja, wir laufen jetzt mal zurück, stärken uns noch und dann probiere ich, denke ich mal, mit dem Windsurfer. Bisher war ich jetzt doch nicht auf dem Wasser. Es war dann echt doch ziemlich viel Wind. Dann haben wir erstmal andere Sachen gemacht und jetzt müssen wir erstmal ein Problem beheben. Das Problem ist, dass der Schlauch vom Wasserkanister zum Wasserhahn in der Küche undicht ist. Und jetzt ist da alles nass geworden. Sieht nicht so schön aus. Nee, ich wollte gerade den Kanister, habe ich wieder aufgefüllt. Mit einem 5 Liter habe ich reingemacht und hier ist alles nass und aufgeweicht. Das Problem ist, das da steckt normal hier so am Wasserhahn dran. Das hatte Kai schon mal rangeklebt, da hängen noch die Klebereste und das hat sich wieder gelöst. Dann hat er immer Luft gesaugt und da kam es halt dann auch rausgesabbert. Jetzt müssen wir gucken, dass das Holz wieder schön trocknet und vor allem, dass das dicht bleibt und nicht nochmal passiert. Was ist jetzt dein Plan? Ich mache es gut sauber und trocken. Mhm. Und dann mache ich Dichttape, so wie man das bei einem normalen Gewindewasser-Schlauch-Pipe auch macht. Also, okay. Und dann schaue ich mal, ob das hält. Und sonst muss ich vielleicht irgendwie zukleben oder so, hat man gesagt. Jetzt hast du Dichtband drum und dann machst du das mit Sekundenkleber noch fest. Ja, ich würde es mal eintröpfen, wenn es geht hier bei meinen Öffnungen. Das Sekundenkleberproblem. Schön auch unsere Spüle, ne? Wie dreckig es ist. Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass es dreckig ist. Nachher mal wieder richtig putzen. Und jetzt willst du es so abdichten mit Sekundenkleber und Granulat. Jetzt klebe ich das Ganze noch zu mit Granulat und Sekundenkleber, ja. Schlauch ist wieder angeschlossen. Jetzt lassen wir noch ein bisschen den Boden trocknen. Er trocknet schon langsam, bevor wir wieder alles einräumen und dann testen wir das einfach später, ob es dicht ist, hätte ich gesagt, weil jetzt ist es noch schön sonnig und trocken, dass es schön trocknen kann. Was meinst du selber? Taugt es was du da gebastelt hast? Bleib spannend, okay, du bist nicht überzeugt von deinen Künsten, aber du hast da noch Tesa an deiner Hand hängen. Wo? Oh. Ich glaube, auf Langlebigkeit würde ich nicht garantieren oder wetten. Okay. Eher so ein paar Wochen. Ich bin ja ganz amateuristisch repariert. Okay. Naja. Das ist schön. Vielleicht tut's auch. Ja. Manchmal ist man positiv überrascht danach. Ja. Wasser ein Problem? Gelöst! Ja, es ist dicht, nichts tropft und saugt keine Luft mehr. Super. Man macht an, Wasser kommt direkt raus. Profis. Einmal arbeiten mit Profis. Ja. Zum Glück habe ich so einen praktischen Mann. Ja, jetzt schauen wir noch, wie lange es hält. Aber herrlich war es. Diese Woche war herrlich, würde ich mal sagen. So wie die vergangenen letzten Wochen herrlich waren. Einfach gemeinsam unterwegs. Mhm. Wir genießen es. Traumhaftes Wetter, immer Sonne, Wind. Ja. Wir freuen uns mal auf windlose Tage, muss ich sagen. Das auch. Obwohl der Spot hier, wo wir sind, ist richtig das schön. Mekka für Windsport, würde ich mal sagen. Es gibt Flachwasser, es gibt Welle, man kann richtig Tourenfahrer. Da bleiben wir jetzt vermutlich auch noch ein bisschen. Ich denke, wir würden noch mal ein paar Tage da bleiben. Mhm. Ja. Aber das seht ihr dann im nächsten Vlog. Nächsten Vlog, ja. Lasst den Daumen nach oben, stellt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und abonniert auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Dach. Dui.